Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns mit dem Verfassungsgerichtsurteil selbstverständlich auch noch intensiver auseinandersetzen, deutlich über das hinaus, was heute hier als Vorlage seitens der AfD auf dem Tisch liegt. Ich möchte über das hinaus, was die Kollegen von CDU und SPD eben vorgetragen haben, zumindest drei Gedanken hier noch einführen wollen, weil die Maßlosigkeit, mit der hier argumentiert wird, so nicht im Raum stehen kann. Erstens, die Frage der Handlungsfähigkeit der Räte wird politikwissenschaftlich und juristisch höchst unterschiedlich beurteilt. Das Verfassungsgericht hat 2008 und 1999, aber im Wesentlichen 2008, ein Konzept vorgelegt, was davon ausgeht, dass Räte dann handlungsunfähig sind, wenn faktisch keine Beschlüsse mehr gefasst werden können. Was aus meiner Sicht das Verfassungsgericht da juristisch verkennt, ist was anderes. Die deutsche Verfassungskonstruktion und auch die Verwaltungsgesetze sind alle so ausgelegt, dass Verwaltung immer handeln kann. Es gibt nicht die Handlungsunfähigkeit. Wenn der Rat nicht entscheidet, entscheidet der Oberbürgermeister. Wenn der Oberbürgermeister nicht entscheidet, die Bezirksregierung und so weiter. Das können Sie sich bis nach hinten ausmalen. Der Arbeitsminister Laumann hat immer einen wichtigen Satz zitiert: Jedes Land dieser Welt hat eine Regierung, aber nicht jedes Land hat ein demokratisch gewähltes Parlament. Die Funktionsfähigkeit der Parlamente zeichnet sich dadurch aus, und das aus meiner Sicht ist in den Räten immer mal wieder zu prüfen, dass sie die Verwaltung kontrollieren kann und dass sie auch Beschlüsse fassen kann, die rechtzeitig gefasst werden. Und da hatten wir Sorge, und deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf auch damals vorgelegt, weil wir immer wieder beobachten, und das hat Herr Bogemiel beispielsweise und andere auch in dem Verfahren sehr deutlich gemacht, dass dies so nicht mehr ist und Katz-und-Maus-Spiel immer wieder stattfindet. Aber ich möchte einen ganz wichtigen Aspekt einführen, den das Verfassungsgericht ausdrücklich in der Begründung aufgeführt hat und wo was so gar nicht zu dem passt, was auch mehr Demokratie und andere vortragen. Das Verfassungsgericht hat gesagt, es wäre ausdrücklich zulässig, ein Mehrheitswahlrecht für die Wahl der Räte einzuführen. Das würde dazu führen, dass vermutlich zwei, maximal drei Parteien in den Räten und Gemeindevertretungen dieses Landes vertreten wären. Was das mit mehr Demokratie und breiterer Demokratie zu tun hat, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz, ist aber ausdrücklich so gesagt worden. Letzter Punkt. Die Landesregierung ist aufgerufen, dieses Urteil auszuwerten, und wir bitten darum, dass wir ab Beginn des neuen Jahres uns umfassend damit befassen werden, sachlich und in aller Ruhe. Denn die Gemeindevertretung handlungsfähig zu machen, muss im Interesse aller sein. Und da einfach nur auf Verkleinerung zu setzen, Mitgliedern, die dort drin sind, ihre Rechte wegzunehmen, das wäre nicht der Weg, den wir Grünen vorschlagen würden. Vielen Dank.